Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Hello Kitty Online. Ja, einer meiner Abonnenten hat es sich gewünscht. Ich nehme jetzt erstmal ein bisschen hier unseren Namen. Username, Passwort, keine Ahnung, irgendwas. Anmelden. Benutzername oder Passwort falsch. Ach nee, ich muss mich ja erstmal registrieren, stimmt. Ich habe die Lizenzvereinbarung gelesen und bin mit den darin aufgeführten Bedingungen und Konditionen einverstanden. Ja, bin ich. Wonderful. Server. Was, so wenig Server? Verbinde zum Server. Create your character. Yay. My character. Hans-Peter. Nein. Hans Hermann Schwakowi. Ach so, das geht gar nicht so weit. Ja, nennen wir den einfach Hans Hermann. Wir sind natürlich männlich. Was soll ich hier machen? Ach, Geburtsdatum. 26. Also Hans ist das ist ein Pädophiler. Nein, Mann. So. Ja, 12.06. muss reichen. Was soll ich hier machen? Was ist denn das? Wähle deine Klasse. Ja, wir sind natürlich A. Weil wir sind cool. Oder ist das für die Augen oder was? Oder was hier? Ich sehe gar nichts mehr. Och, das ist ja nett. Alter, das ist eines der besten Spiele. So, hier haben wir dann verschiedene Gesichter zur Auswahl. Ich finde ja, das hier sieht, naja, das ist zu mädchenhaft. Das hier sieht ganz gut aus für Hans Hermann. So, ein bisschen gebräunt muss das auch sein. Passt, Spiel beitreten. Verbinde zum Server. Was soll ich jetzt machen? Hans Hermann. Dream Carnival. Ja, ja, mach. Online, wir laden gerade das Spiel, bitte warten. Finde den Hinweis. My Little Pony Forever. Was ist los? Was habe ich gemacht? Wurde der Server gehackt? Oh nein. Sanrio Digital. Hello Kitty Online. Your Adventure. Dream Carnival. The Dream Carnival ist ein Platz. Ja, ja. Weiter. Danke. You and your friends, give it a warm. Slendor. Ey, ist das nicht Link? Herr der Ring wollte ich gerade sagen, aus The Legend of Zelda. Oh, was ist jetzt los? A Guide to the Dream Carnival. Why the Dream Carnival? Ja, ja. Kenn ich schon. Weiter, Doktor. Was muss ich jetzt machen? Top Secret! Yeah! Click on the board. Yeah. Okay. Ja. Hello and welcome. Hallo Abenteurer. Willkommen bei Hello Kitty Online. Oder genauer, willkommen in den Dream Rooms. Hier wirst du alles über die Grundlagen von HKO lernen. Zum Beispiel, wie man sich durch die Gegend bewegt, wie man mit den NPCs, Nicht-Spieler-Charaktere spricht. Und noch vieles mehr. Ja, beginnen wir also mit dem Umherlaufen. Siehst du das glühende Kreuz? Klicke einfach mit links auf diese Stelle, dann wirst du von ganz allein dorthin laufen. Was? Ach so. Ja. Ach, das ist ja geil. Hey, Daniel, was geht? Ey, Victoria! Victoria, wir haben es lange nicht mehr gesehen. Ey! Ignorier mich nicht. Hallo, Abenteurer! Willkommen bei Hello Kitty Online. Ja, das hatten wir doch schon. Hallo? Wie lange denn noch? Ja, ja. Kenn ich doch. Ey, hallo? Ja, und jetzt muss ich den anklicken. Ja, hab ich.
Hallo Abenteurer, das hatten wir doch schon. So. Wow, bist du schnell! Junge! Es ist ganz einfach, nicht wahr? Jetzt bist du bereit für die nächste Aufgabe. Dieses Mal gehst du zum Teleport-Pfeil, der dich zum nächsten Dream Room schicken wird. Okay. Zum nächsten Dream Room. Wow, bist du schnell! Oh, XD. Hey, my little! My Melody! Jetzt bist du so nah! Jetzt bist du nah genug. Klicke mit der rechten Maustaste auf My Middle Little Bla, um mit ihr zu sprechen. AK. Hi! Du bist wohl zum ersten Mal hier. Klicke unten rechts im Bild auf den Button, um fortzufahren. Hey. Das ist das Quadratnamenfenster. Es ist schön, wenn du mit einem NPC sprichst, denn außerdem hältst du der Bla. Jetzt weißt du alles über die Quest, ja. Chit-Chat? Was? Hallo? Ja, was muss ich denn machen? Muss ich den ansprechen? Siehst du? War doch gar nicht so schwer, oder? Scheinbar hast du alle Voraussetzungen erfüllt. Jetzt musst du nur noch auf den Button klicken, um die Quest abzuschließen. Ja, großartig! Du hast es geschafft! Schicke neue Hosen bekommen! Geh zum nächsten Dream Room, um herauszufinden, wie du sie benutzt. Klicke einfach mit links auf den Teleportungspfeil. Also das ist wirklich ein krasses Spiel, also echt krass, muss man sagen. Da ist schon der Kero-Kero-Kero-Pihihi. Den kenne ich noch aus meiner Kindheit, voll der korrekte Mann. Da brennt wohl jemand darauf, die neuen Hosen anzuprobieren. Klicke rechts im Bild auf dein Inventar, um sie dir anzuschauen. Ja klar! Rechts im Bild? Ach, da. Ey, meine Hosen, voll crazy shit! Yeah! Jetzt trägst du deine neuen Hosen und wir können einen genaueren Blick drauf werfen. Klicke rechts im Bild auf den Button für die Charakterinformation. Hallo! Okay, gut gemacht. Und schau mal, in diesem Fenster siehst du auch, dass du mit 3 Werkzeugen ausgestattet bist. Einer, ja, Minecraft halt. Alle Gegenstände kannst du... Ja. Warte mal nochmal zurück, das habe ich jetzt nicht ganz... Gut gemacht, schau mal in diesem Fenster. Schau mal in diesem Fenster. Siehst du... Ah, so! Ja, gut. Okay. Ja, das ist doch toll. Hallo! Ich bin neu hier! Help! Ey, Hans? Hans Hermann. Ey, was soll ich denn machen jetzt? Kann ich mit dem sprechen? Nicht? Achso, ich muss jetzt ins Dream Room. Dream Room Land 4. Ah, jetzt sind wir hier also im Phantasialand. Warte mal, ich muss mich mal gerade richtig hinsetzen. Das ist ja richtig schlimm hier. Stalos. Willkommen im letzten Dream Room. Hier wirst du lernen, wie du dein cooles Werkzeug benutzen kannst und ein paar Gegenstände sammeln. Anklicke doch mal mit rechts auf den Play. Okay. Ah, und dann sieht man hier, wann er fertig ist. Ja, das ist doch geil, also. Ach so, da soll ich drauf. Nee, ach, das meinst du, das? Das ist sowas wie ein Endgegner, also sowas wie Final Fantasy. Voll korrekt, Alde. Gute Arbeit. Du hast gerade dein allererstes Item gesammelt. Jetzt versuch doch mal mit deiner Axt ein wenig Holz zu hacken. Klicke mit der rechten Maustaste auf den Busch. Was? Auf den Busch? Ja! Skyrim! Ja! Dragon!
sehe, du hast den Dreh raus. Jetzt klicke. Jetzt ist noch eine Ressourcenart übrig. Klicke mit rechts auf den Tonhaufen und schau, was du abbauen kannst. Das sieht aus wie Erz. Ja, Erz, Skyrim, Herr der Ringe, what the fuck? Oh, was haben wir denn da? Wartet, Maru will etwas von dir. Gehe zu ihm, um mehr zu erfahren. Das ist doch ein Pedobär, oder nicht? Oh, hallo. Ich frage mich gerade, ein Projekt helfen könntest. Könntest du mir bitte 3 Clover, 3 Shorts, 3 Sticks und 3 Clay besorgen? Batsmaru, Junge, das klingt ja wie so ein Herr der Ringe-Name, Alter. Arbeitet an einem coolen Projekt, aber um es abzuschließen, braucht er noch einige Gegenstände. Bring ihm 3. Ja. Machen wir, Herr Klever. Ja, Skyrim, Baumfällerei, Gangster-Shit. Ja, jetzt haben wir 3 von den Brevawood-Fenschen. Ja, dann müssen wir halt mal hier noch ein bisschen. Mach noch einen ab, bitte. Dann haben wir 3.